Red Dead Redemption 2 ist nicht nur ein super Spiel mit einer geilen Grafik, sondern auch ein Spiel voller Geheimnisse. Ich zeig dir 15 Stellen, wo du Geheimnisse findest und Items abstauben kannst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu 15 Geheimnissen in Red Dead Redemption 2. Das Spiel hat sehr viele versteckte Sachen für uns eingebaut und ich habe die im Laufe meines Gameplays alle mitgeschnitten und diese möchte ich euch jetzt präsentieren. Das erste Item finden wir auf einer kleinen Insel. Diese Insel ist westlich von Rhodes. Hier sieht man auf der Map ganz genau, wo es ist. Hier macht es aber Sinn, euch ein Boot zu besorgen, denn unser Charakter, der kann nicht schwimmen. Ich habe es probiert, bin gescheitert, denn bin einfach ersoffen. Hier also, besorgt euch ein Boot, den Typen raus und übernehmt das Boot und rudert zur Insel. Wenn ihr auf der Insel seid, geht ihr dann zu dieser kleinen Bucht und hier findet ihr ein Schiffswrack. Nähert euch dem Wrack, auf der rechten Seite kann man hineingehen. Und es sind im Grunde zwei Räume. Ihr habt den ersten Raum und dahinter, da müsst ihr rechts vorbeigehen, ist so ein zweiter in Anführungszeichen Raum. Und hier drinnen, hier findet ihr dann den Dreimaster. Hier könnt ihr eure Kopfbedeckung einfach austauschen und ihr habt einen schicken Piratenhut erhalten. Um unser Piratenset zu vervollständigen, gehen wir erneut auf eine kleine Insel, diesmal östlich von Rhodes. Hier wirklich kleine Inseln. Hier muss man ein bisschen aufpassen, guckt mit Deadeye, denn hier gibt es viele Krokodile, wir brauchen aber kein Boot, sondern wir können mit dem Pferd durchreiten. Der säuft nicht so schnell wie wir und sobald wir auf der Insel sind, sehen wir auch, diese Waffe wird dann markiert. Hier einfach zu diesem Boot gehen, denn ja, unser Pirat hat es nicht wirklich weit geschafft noch. Und hier bekommen wir dann eben unseren Piratensäbel, den braucht ihr einfach nur mitnehmen, also das zerbrochene Piratenschwert erhalten. Ich war dann super motiviert, haben wir gedacht, das Ding macht sicher immensen Schaden, werden wir uns gleich mal ein, zwei Krokodile vornehmen, denn die liegen doch schließlich hier auf dieser Insel rum. Ja, am Arsch. Wir sind wieder erwacht und diesmal geht's zum Lagras, zum Lake. Dort gibt's eine kleine Hütte, hier müsst ihr in diese Hütte hineingehen, aufpassen, ist wieder Sumpfgebiet, nicht, dass uns wieder so ein blöder Alligator erwischt. Hier müsst ihr in die Hütte hineinklettert, einmal unten durch und ihr seht dann am Ende der Hütte oben so ein Skal hier, eine Katzenschädelmaske, sehr schick wie immer. Hier können wir gleich mal austauschen, wenn ihr ausgetauscht habt, aufsetzen und einfach nur genießen. Das nächste Item finden wir südwestlich von Van Horn, hier gibt es ein Lager und wenn man dorthin reitet, dann wird die Waffe schon markiert. Hier müssen wir einfach in dieses Fort hineingehen. Ich habe es ein bisschen jetzt schneller gespielt, denn wir müssen in die Hütte hinein. Wir looten auch überall, das heißt, wir gehen mal hinein. Untersucht alles, nehmt auch Zigarettenbilder mit, alles, was ihr so findet. Und dann haben wir hier einen Zugang. Da geht ihr runter. Immer wieder Deadeye benutzen. Denn hier sehen wir dann auf einer Kiste auf der linken Seite, da liegt dann ein Messer. Und zwar das Bürgerkriegsmesser. Das können wir mal mitnehmen. Wir sind aber hier noch nicht fertig, lootet hier so viel es geht, denn hier gibt es noch ein zweites geheimes Item, nämlich den Bürgerkriegshut. Ja, und wenn ihr das mitgenommen habt, jetzt sind wir ja viel, viel schicker als vorher mit dieser Katzenmaske auf jeden Fall. Definitiv viel, viel hübscher. Nun geht's ab nach Le Moyne, man sieht es auf der Karte. Hier ist ein Haus. Hier gehen wir hinein, ich habe es leider vorab das erste Mal nicht aufgezeichnet. Hier müsst ihr vier Gegner killen, dann geht ihr hinein und hier bei dem Bett gibt es unten eine Schatulle und wenn ihr diese Schatulle öffnet, dann bekommt ihr hier eine Waffe, nämlich hier gibt es den Double Action Revolver. Hier also vier Gegner killen und Revolver abholen. Jetzt kommen wir zu einem Item in New Hanover. Das ist unterhalb des Elysium Pools und zwar beim R von Hanover. Hier ist so eine wilde Siedlung. Hier kann man auch verwickelt werden in ein paar Kämpfe. Ich habe Glück gehabt bei mir. Alle friedlich hier. Sieht nicht wirklich schick aus hier. Weiß ich nicht, was ich von dem Platz halten soll. Aber wenn wir hier an dem Typen vorbeigehen, dann auf der rechten Seite. Hier könnt ihr auch Deadeye benutzen, wenn es nicht findet. Hier hängt was ganz was Tolles an der Wand. Nämlich eine Schweinemaske. Wer es haben will, ja, es ist halt ein geheimes Item. Wir tauschen es mal aus. Setzen es auf.
Ja, so sieht das Ding halt nochmal aus. Und ja, dann werden wir es mal tauschen. Und ja, absolut, ja, steht mir total toll. Bin ich total zufrieden. Als nächster geht's nach Annesburg, und zwar im Norden. Hier sind so zwei Häuser. Und ich habe meinen Charakter mal da oben hingestellt und man sieht da so einen Baumstumpf bei einem roten Haus, wenn ihr genau guckt. Haben wir da mal einen Weg gemacht zu dem Baumstumpf, denn hier gibt es ein verrostetes Doppelklingenbeil. Ein super Teil, wirklich super zu werfen, aber ja, Childlike, ich muss es natürlich benutzen, sofort. Und was jetzt passiert, ist natürlich logisch, es geht natürlich in die Hose, denn ja, ich habe einen Zeugen gehabt wegen Vandalismus, dann habe ich dann noch gekillt, dann hatte ich einen Mord, die halbe Stadt war hinter mir her. Und ja, das Ende vom Lied war, ich bin ja geflüchtet ohne Ende, aber ich hatte halt ein neues Beil, ne? Aber das zählt natürlich. Wir bleiben dann gleich in Annesburg, dem Ort des Verbrechens, nur eben ein bisschen nordwestlicher. Hier sieht man unter dem Panther, wenn ihr schon markiert habt. Hier ist so ein neuer Ort, den wir untersuchen können. Wir tragen den dann auch in unser Buch ein. Und dann hüpft ihr auch schnell mal gleich mal runter vom Pferd, denn wir wollen das natürlich alles untersuchen. Und wenn wir hineingehen hinunter an diesen Ort, dann gibt es dort ja wieder ein Beil, was ich wieder werfen kann. War aber cleverer, hab's dann danach ohne irgendwelche Leute probiert. Aber hier gibt es eben dieses coole Wikingerbeil, das können wir mal mitnehmen. Aber verlasst dann noch nicht den Ort, bleibt noch hier. Ihr seht hier diese Höhlen. Geht in diese Höhle hinein, weil da drinnen gibt es den coolsten Helm überhaupt, nämlich den Wikingerhelm. Hier braucht ihr nur hineingehen, das Teil austauschen, und wenn ihr das Teil ausgetauscht habt, dann haben wir eben den schönen Wikingerhelm bekommen. Kleidet mich total und bin ja total zufrieden, das heißt, also ich habe da Beil bekommen zum Werfen und einen coolen Wikingerhelm, ne? Das nächste Item findet ihr ganz weit oben im Norden und hier bei Kalume Ravine auf der rechten Seite. Ich brauche natürlich noch viel mehr Sachen zu werfen. Und hier ganz oben, da seht ihr eben dieses Holzteil. Mal schätzen wir mal Galgen. Und hier sieht man wieder auf diesem Baumstumpf einen Tomahawk. Nice, uralter Tomahawk. Ein Teil, mit dem ich mir wieder viel Ärger einhandeln kann. Aber ich habe ja gelernt, diesmal bin ich cleverer. Ich habe das Teil mal hier ausprobiert, habe mein Pferd nicht getroffen. Habe das einfach ausprobiert. Und vergesst auch nicht, immer diese Teile wieder einzusammeln. Also alles, was ihr werft, holt euch die auch wieder zurück. Weiter geht's westlich von der Bachu Station. Ihr braucht hier nur einfach der Bahnstrecke folgen. Und hier oberhalb dieses Passes. Hier müsst ihr bei der Bahnstrecke gehen. Und dann auf der rechten Seite in diese, nicht Schlucht hinein, sondern, ja, da geht es einfach hinterm Wasserfall. Es gibt nur diesen einen Weg, das heißt, ihr geht dann nach hinten, schön der Wand entlang, seht dann diesen Wasserfall. Und rechts auf der Seite, hier finden wir einen Hut. Also auch hier ein geheimes Item. Hier könnt ihr den dann einfach umtauschen, auswechseln, keine Angst, ihr habt dann alles immer mit. Nevada-Hut. Findet ihr dann dort auch noch einen Brief, den könnt ihr auch noch mitnehmen. Aber hier eben der Nevada-Hut. Den nächsten Ort, den wir aufsuchen, der ist nördlich des Little Creek Rivers bei den Grizzlies West. Ich zeige euch extra auf der Karte ganz genau, wo ihr hier hin müsst. Denn hier ist ein bisschen was Trauriges, aber nichtsdestotrotz, wir wollen noch Items haben. Hier gab es einen Kampf zwischen einem Bären und einer Frau. Beide haben es nicht überlebt. Entweder an ja, Altersschwäche, Müdigkeit oder eben doch an Blutverlust gestorben. Wenn wir uns nähern, sehen wir eben auch, dass es eine Waffe hier gibt. Das goldene Zeichen auf der Minimap. Können hier das Messer mit Horngriff dann aufheben. Somit haben wir wieder ein Messer mehr in unserem Repertoire. Und lassen die zwei einfach mal hier liegen. Das nächste Item ist gleich ums Eck und zwar in West Elizabeth. Hier am Ende dieser gestrichelten Linie solltet ihr dort schon eine Quest gehabt haben, dann kennt ihr den Ort, möchte auch nicht zu viel spoilern. Fakt ist, hier ist so eine alte Grube, wo man mal hineinfahren konnte. Die ist jedoch am Ende verschüttet, also wenn ihr hinunter geht, wundert euch nicht, ihr kommt da nicht durch, sondern guckt mal, geht einfach dieser Schnur wieder zurück, denn das ist eine Zündschnur, wo natürlich am Ende natürlich auch ja, der Zünder ist, also beziehungsweise so, dass wir es zünden können.
Also benutzen das Teil. Wenn es frei ist, dann natürlich wieder ab hinein in die Mine. Ihr seht es auch auf der Minimap, wird dann markiert, auch eine Waffe. Und hier geht er dann einfach zu dieser Leiche, die hinterrücks erstochen wurde. Wir wissen nicht warum. Trotz allem können wir das breite Messer unser eigen nennen. Das heißt, nehmt das Ding mit. Vergesst auch nicht wieder Licht anzumachen. Und dann könnt ihr einfach wieder aus dieser Mine herausgehen. Ein wenig südlich von unserem letzten Item finden wir auch schon das nächste. Hier auch ganz genau zum Nachsehen hier auf der Karte. Könnt hier einfach mit dem Pferd reinreiten. Und hier mal so ein bisschen so ein creepy Ort. Wir können den untersuchen, werden es dann in unser Notizbuch eintragen. Und wenn wir das erledigt haben, dann kann man sich auch diese Leiche oder das, was davon übrig geblieben ist, auch ansehen. Wir bekommen dann die Information, wir könnten das Ding austauschen. Und jetzt nicht erschrecken, wir werden das Ding mal abnehmen, das heißt, wir drücken auf Austauschen und sehen, was darunter vorkommt, nämlich das ist nicht so schick, hast auch schon bessere Tage erlebt, mein Freund. Aber ich habe eine geile Maske, ja, das heißt also, du brauchst sie eh nicht mehr und ich habe jetzt eine schicke neue Kopfbedeckung. Für das letzte Item werden wir den Arzt in Valentine einen Besuch abstatten. Hier, das ist so eine Art Quest, ihr müsst auf die Rückseite gehen und hinten durch ein Fenster schauen. Dadurch triggern wir eine Quest, beziehungsweise wir triggern damit eine Aktion, nämlich wir haben ein geheimes Versteck gefunden. Jetzt Identität verbergen, dann geht hinein zum Arzt, bedroht ihn, ja, zielt auf ihn und sagt ihm, er soll einfach diesen Raum hinten öffnen. Er wird dann nach hinten gehen, wird diese Tür öffnen und ab jetzt hier Waffen raus, er schießt mal alles, was ihr findet. Ihr müsst hier keinen am Leben lassen. Ich war wie immer ein bisschen unbeholfen, wie immer mit meinen Headshots, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Quest gemeistert. Und als Belohnung findet ihr auf dem Tisch eine Schatulle und hier ist dann ein Schofield-Revolver drinnen, solltet ihr noch nicht haben. Hier bekommt ihr dann eben diesen Revolver. Ich hoffe, meine 15 Geheimnisse in Red Dead Redemption 2 haben euch gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich ein Abo von euch freuen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.